Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 2015. Letztes Spiel war eigentlich sehr, sehr traurig, weil gegen Leverkusen haben wir einen Punkt geholt zwar, was ziemlich positiv ist, aber wir haben gemerkt, dass unser Team von der Physis her total im Eimer ist. Und ich frage mich auch echt, wie man die Spieler hier hochpushen soll, das habe ich keine Ahnung. Gut, ich würde mir gerne mal Spieler vergleichen, das ist so eine Sache, es ist sehr traurig, dass es irgendwie nicht mehr richtig geht. Müller. Ui. Eigentlich ziemlich gut. Wir lassen Müller vorerst da. Rudolf wird getauscht gegen Holtby. Ist Holtby eher rechts oder links? Gar nichts davon. Dann stellen wir Beister dahin und dann tun wir das so. Schiro kommt hier hin. Dann wollen wir mal gucken, ob das soweit klappt, was ich vorhabe. Und wie ich es vorhabe und was auch immer. Der Koreaner wollte mal spielen. Gebe ich ihm direkt mal eine Chance. Ich weiß, der eine Inder, der wollte auch mal spielen, aber bei dem weiß ich nicht. Ich habe mir die Spieler ja nur wirklich als Rotationsmöglichkeiten geholt, falls unsere Spieler verletzt sind, so wie La Soga. Und ja, lass uns schwarz tragen für die Gedenke an das letzte Spiel. Puh, ich würde fast sagen, dass die damit spielen sollen, weil irgendwie mir gefällt das nicht so wie das. Ich finde, das passt irgendwie mehr zu Wolfsburg. Ist zwar allerdings, die müssen dann zu Hause halt auswärts Trikot tragen, aber das macht ja auch nicht so viel. Genau, letzte Folge haben wir auch noch die Aufstellung geändert. Wir spielen jetzt ein 4-5-1, damit das hier alles ein bisschen schöner und übersichtlicher aussieht und dass das Mittelfeld nicht so aneinander gekrüppelt ist und dass wir wieder eine Spitze haben, weil mir gefiel das irgendwie am Anfang auch mit einer Spitze mehr. Und ja, dann ging halt mehr nach vorne. Weiß nicht. Es gefiel mir definitiv auf jeden Fall besser. Ja, ich gebe dir das Wort an die zwei, wenn ich die jetzt schon wieder angeschädigt habe. Aber scheinbar habe ich es nicht. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen drüber reden. Weil jetzt ist ja gerade Kacke-Stelle. Jetzt schon. Gut, wir spielen in Wolfsburg. Was kann man großartig über Wolfsburg sagen? Weiß ich gerade speziell nicht. Die sind vor kurzem, also vor ein paar Jahren, sind sie ja mit Magath Meister geworden. Bis dahin sind sie richtig gut solide geblieben, haben vor kurzem De Bruyne geholt und ja, Rodriguez ist eigentlich zurzeit auch nicht schlecht bei denen. Luis haben sie sicher von Bayern geholt vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren ungefähr und ja, ich hoffe mal, dass ich ein paar Infos rausgeklatscht habe für Wolfsburg. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen, den Ball umzustellen. Egal, macht ja nichts. So, das ist jetzt unsere neue Aufstellung. Jo. Mal gucken, weil ich habe nämlich vor, zur Winterpause einige Spieler zu verkaufen. Ich stelle mal wieder die zwei Heinz-Köpfe ein. Ich habe keinen Bock, alleine zu reden. Das ist auch wieder ein bisschen langweilig. Und ich vermisse sie auch irgendwie, obwohl sie nerven. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten, hoffentlich. Das meine ich mit, mir gefällt das mehr. Und hoffen mal nicht, dass die genauso scheiße spielen wie gegen wie die Leverkusener. Komm, Westermann, den holst du dir. Ah. Kein Problem für den Gegenspieler. Komm, so ein Geschenk nimmt er gerne. Der Freistoßschütze. Na, komm. Und der Ball fliegt ins Aus. Sehr schön. Abstoß vom Tor. Ja, das Spiel geht weitestgehend schon besser, fängt es an auf jeden Fall. Fängt auf jeden Fall weitestgehend besser. Und die Wölfe aus Wolfsburg, sie brennen darauf, den Titelgewinn, den überraschenden, aus dem Jahre 2008 zu wiederholen. Ich bin mir ganz sicher, genau, dass über den habe ich gesprochen am Anfang. Diesem Kader die Möglichkeit hat, an alte Erfolge anzuknüpfen. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, nein! Das war Abseits. Müller, was machst du da? Ja.
Ich werde zur Winterpause einiges an, wie gesagt, ich habe ja gerade eben angefangen zu reden über die Winterpause und einiges ändern in dem, im Kader. Und zwar unser ich weiß nicht, wie das bei FIFA 15 gehandhabt wird, aber auf jeden Fall der Marktwert, da hat sich noch keinerlei geändert, allgemein noch gar keine Marktwerte. Ich glaube, hier wird das halt realistisch gemacht, dass das irgendwie auch wirklich zur Halbzeit der Saison gemacht wird. Finde ich persönlich gut, weil dann kriegt man wenigstens entweder große Schritte. Aber dann können sie den Ball nicht behaupten. Aber ich will ihn loswerden wieder. Keine Ahnung. Er hat glaube ich nicht mal viele Tore geschossen. Und jetzt zu der Überstürmer ist es jetzt auch nicht. Ich meine, ich habe hier noch Spanien geholt, aber ja, ich weiß nicht. Ich hab's doch bereut, ihn gegen Van der Vaart und 10 Millionen abzugeben. Ja. Ich glaube, das war Gustavo. Oder? Was für ein Tor. Der Torwart hat ja Gustavo. Absolut sensationell, Manni, aber der Pass war überragend. Sensationell. Ja, gut. Sowas sollten wir uns wieder abgewöhnen. Ich habe wieder ein bisschen zu viel für mich allein gespielt. Ich habe ein bisschen für mich jetzt alleine gespielt und dann habe ich angefangen, so eine Scheiße abzuziehen. Öfters mal und. Das gibt Freistoß. Und sie haben ja einige Freistoßspezialisten. Ja, sehr schön, wie der da steht. Freistoßpräzise. 74, 82er Schuss. Ist irgendjemand jetzt mit höherer Schusskraft da? Oh, Holtby, stimmt ja, der ist sogar noch ein. Aber seine Kraft ist nicht so gut, okay. So. Jetzt der Freistoß. Nein! Gefehlt bei den Freistoßfahrern. Zentimeter, Zentimeter. Oh, der war nicht schlecht, der war gar nicht schlecht. Es entscheiden manchmal Kleinigkeiten. Scheiße. Passt oder nicht. Der hier. Der war super. Benaglio. Eigentlich freue ich mich überhaupt gar nicht, gegen diesen Torhüter zu spielen. Ich meine, er ist jetzt nicht der bestbewerteste bei FIFA, aber meiner Meinung nach ist das einer der besten bei FIFA. Unabhängig von der Bewertung ist er. Weil, ich weiß nicht, aber irgendwie, da liegt ein Fluch auf mir. Ich kann sowas von selten auf Benaglio treffen. Weder auf FIFA 13 und bei FIFA 15 weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber bis jetzt habe ich bei ihm noch nicht getroffen. Den Freistoß hätte er wahrscheinlich auch gehalten, wahrscheinlich. Und wenn wir jetzt nicht Anschluss finden, dann kriegen wir nämlich noch einen 2-0 rein. Das ist nämlich nicht besonders geil. Ich würde schon gerne mal wieder einen Dreierpack holen. Nächste Folge werde ich wahrscheinlich wieder. Vor allem. Das eine Seite ist gut. Wir haben am Anfang die ganze Zeit jetzt die guten Teams weg. Damit wir sozusagen nicht mehr viel andere Hälfte zu tun haben. Wir haben ja noch nicht mal so schlechte Teams gehabt als Gegner. Das ist das Problem. Ich glaube, bis jetzt nur Paderborn, was jetzt nicht so gut war. Und da verdiene ich doch eigentlich mal wieder ein paar Punkte. Weil ich habe Bayern besiegt, ich habe Dortmund besiegt. Ich habe eigentlich so alle starken Teams besiegt. Schalke kommt noch. Nein, Giroud, Drecksau! Nein! Hand. Nein, Fuß. Oh, Giroud. Giroud. Ja, komm, ist klar. Freistoß. Freistoß. Nah am Tor, aus vielversprechender und Karte. Position. Da nutzt keine Ermahnung. Ja, Klose. Verwarnung. Gelb. Hast du Pech gehabt? Das hat man gesehen. Und der ist nicht gerade kurz geflogen. Rutscht der immer aber ziemlich rein. Ein klares Foul. Ja, aber direkt in die Füße rein. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner. So, Draxler jetzt aber. Nein!
Ey, scheiße. Ey, wenn ich noch einen besseren Schützen hätte, das wäre schon das 2-1. Und das ist auch ein Grund, warum ich nochmal transferieren muss hier die Spieler, weil ich brauche einen Freistoßschützen, den man noch einsetzen kann. Ja, da geht er resolut dazwischen. Und ich glaube, ich werde mir Sigurdsson holen. Weil er ist Mittelfeldspieler und er ist zugleich Freistoßkiller. Dann hast du ihn auch. Er ist ein super Freistoßschütze. Jetzt sieht er ab. Nein! Oh Mann! Ey, jetzt verdienen wir aber mal ein Tor, verdammte Hacke. Das meine ich mit diesem Glabenaglio, ey. Ein Killer. Ey, der Typ ist 30! Der die maßlose Hoffnung auf viele Tore hatte, der ist jetzt etwas enttäuscht. Ja, heul doch. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Komm. Ja, Freistoß. Alter, so viele Freistöße habe ich noch nie gehabt. What the fuck? Endlich mal nicht so ein Sackgesicht an Schiedsrichter. Der Torwart hat ihn sicher, der Freistoß war gar nicht so schlecht. Komm, dann Müllert's jetzt. Ja, komm. Jetzt greift er ihn an. Ja, sehr schön. So will ich das sehen. Ja. Und das ist sie, die Schussstatistik. Und das ist ein schöner Beleg dafür. Ja, macht acht Schüsse schon. Geht über Quantität. Ja, aber auch Torhüter geht auf Torhüter. Nur die nächste Spielpause abwarten. Der Benaglio drinne. Der FIFA-Torzerstörer. Kann doch nie angehen. Der hat wahrscheinlich irgendwie so richtig andere Sachen richtig scheiße bewertet. Dafür hat er die ganzen richtig asozialen. Oh, Bremen. Wurde endlich erleuchtet. Mein Wunsch wurde erleuchtet. Oh, Perisic ist verletzt. Nicht gut. Tut mir leid. Mein Wunsch wurde mir erleuchtet. Ich bekomme ehrlich mal eine etwas schlechteres Gegner. So bekommen wir hier ein flüssiges frisches Team. Team Klose. Alter. Alter. Luis Gustavo. Rodriguez. Vorhin möchte ich jemanden auch aus der zweiten Bundesliga holen. Na. Oh Mann. De Bruyne. Olic. Achtung! Oh, Adler, super. Wie kommt der an den Ball noch ran? Kann doch nicht angehen, ey. Ballbesitz haben sie 61%. Jo! Und der faustet den Ball weg. Was wirklich bei Giroud noch fehlt, ist echt die Geschwindigkeit. Nee. Giro fehlt's an Geschwindigkeit, ganz ehrlich. Aber das nimmt er weg. Er hat ihm den Ball Alter. Vom Fuß gestohlen. Alle Achtung. Nikolai Müller. Das wird ganz gefährlich. Achtung. Ach Mann. Der Spieler, da freut sich natürlich auch der Torwart. Komm, Holpi. Und nein! Oh, Holpi! Dicht vor dem Ausgleichstor. Oh, Luis, du Idiot! Ey, das ist eine echt unverdiente Niederlage. Das ist doch unfair. Schäfer. Ich bin hier alles am raushauen, was ich kann, ne? Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort.
Aber gut, Wolfsburg ist stark. Es ist einfach nur richtig stark. Ja, was war das gerade? Luis Gustavo. Ja. Was machst du da, Alter? Warum lässt du Dritt Bräune den Ball da? Bist du behindert, Diekmeier? Ja, wieder FIFA-Bug oder was? Mann, guck doch mal nach rechts, da steht doch einer. Alter, fängt das jetzt schon wieder an? Rodriguez. 1:0, eine knappe Führung kurz vor dem Ende. Und wer darf als nächstes ran, Buschi? Der kommende Gegner der Wolfsburger heißt FC Schalke 04. Oho. Ja, wenn man selbst an einem... Jetzt gibt es einen Freistoß. Es gibt Freistoß. Alter. Für dieses Foul sieht er gelb. Alter. Ey, das ist ein dritter Freistoß. Wenn der nicht sitzt, ne? Ja, Mann! Oh, Draxler! Oh. Dieses Tor wollen wir uns nochmal anschauen. Und sehr schön. Natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat. Alter, endlich. Für solche Momente, da lieben wir den Fußball. Oh, oh, Killer, ey. Richtig Killer. Ih, was hat der Schnauz? Voll der Busch. Oh mein Gott, wie sieht Bigna Knio jetzt aus? De Bruyne. Alter, komm bitte. Wir haben noch Zeit. Erster Körper und dann ist es aus. Das können wir schaffen. Die Sache ist die, Rodriguez. Das ist das Können. Ob wir es auch wirklich machen? Und das entscheidet der Schiedsrichter. Ja, komm, genau. Nächste gelbe Karte. Da tritt er. Oh, was haben die an gelbe Karten? Nee. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Das sieht gut aus. Vielleicht reicht's doch noch zum Siegtor. Nee, reicht nicht. De Bruyne. Luis Costa. Oh Mann. Ja, dann kriege ich jetzt auch noch eine gelbe. Och, das gibt's doch echt nicht, ey. Ja, das war's. Punkteteilung immerhin, aber ich hätte den Sieg eigentlich verdient. Dank seiner Übersicht konnte er. Ja, gut. Hat sich so einiges zusammengepfiffen, der Schiedsrichter, aber der Schlusspfiff, der war jetzt korrekt. Schweres Tages, es wäre Benner Gleo. Ja, aber wenn du gewinnen willst, musst du Tore machen, willst du Tore machen, musst du auch mal aufs Tor schießen. Ja. Aber ich habe den Ballbesitz wenigstens einigermaßen gut hingekriegt noch. Passgenauigkeit 68%, eine Blamage. Schussgenauigkeit 54. Keine Ahnung, es ging heute irgendwie überhaupt gar nicht, meiner Meinung nach. Ich bin zwar nicht gegen Wolfsburg und tut mir leid an die Leute, die jetzt Leverkusen-Fan sind und ja, die halt das Video gesehen haben. Ich bin auch nicht gegen Leverkusen. Ich, wie gesagt, ich hasse diese Hassvereine, Hassdingereien da. Aber ganz ehrlich, das ist ein unverdientes Unentschieden für Wolfsburg. Für Wolfsburg. Weil ich hab den Sieg eigentlich mehr als nur verdient. Das ist leicht pervers gewesen. Ja, mit der Post. Nationaltrainer von Rumänien. Das nehmen wir natürlich nicht an. Ich will nicht Nationaltrainer von Rumänien werden. Ich habe noch Post von einem Spieler. Lucio Regia. Was ist denn das? Ich habe dich nicht geholt, glaube ich. Oder? Habe ich den echt geholt? Sprungkraft. Na, der Killer bist du aber nicht. Venezuela, what the fuck. Mittel, niedrig. Berami. What the fuck? Habe ich Berami die ganze Zeit nicht gesehen, oder was? Hängt da die ganze Zeit noch ein 80er-Spiel auf der Bank rum? Ja.
Ja, guck. Für sowas könnte ich mir jetzt selbst schlagen. Oh, sorry, Gerani, ey, scheiße. Vor allem hat er eine richtig gute Füße, der ist 1,85 groß. Oh, Mann. Boah, Aggressivität 89, Abfang 81, Ausdauer 87, kurzer Pass, Schusskraft. Boah, das ist eigentlich voll die Kante, ey. Grätsche, faire Zweikämpfe. Boah, scheiße, warum habe ich nicht spielen lassen? Ja, stimmt, ich habe mir nicht gesehen, ich Idiot. Oh Gott, ey. Na, Sogga, Kollege, und bist du wieder fit? Stärke 90, what the fuck. Ach ja. Der Kollege muss dringend wieder fit sein. So, kann ich das hier irgendwo sehen? Taktik vorgelagen, nee, verletzte Spieler. In 6 Wochen ist er wieder spielbereit. Das ist sehr schön. Das wärmt mein Herz. Und jetzt spielen wir gegen Werder Bremen. In der nächsten Folge aber, denn wir machen jetzt einen Schlussstrich, weil pro Folge ein Spiel. Ja, ich bedanke mich vorerst fürs Zusehen. Bitte bewertet den Part auch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auch die Kommentare. Was zur Hölle? Ist das vom Bildschirm? What the fuck? Was ist das? Ist das der Scouter? What the fuck? Ja gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, bewertet den Part auch und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn wir gegen SV Werder Bremen spielen. Tschüss!